Moin Lieben, ich grüße euch. Herzlich willkommen bei Whisky Gold. Wir sind in Speyside und eine neue Erscheinung, Glenallachie 13 Jahre. Ja, gerade frisch auf dem Markt, exklusivly abgefüllt oder exklusivly bottled für Kirschimport in Süke. Eine Wood Finish Serie. Billy Walker steckt ja dahinter und Billy Walker war ja schon bei Benriach bekannt für seine Wood Finish Geschichten. Somit wurde ich hier so ein bisschen neugierig, was das Teil denn vielleicht so kann. Denn ich mochte die Benriach Wood Finish Serie ganz gerne. Bei Glenallachie habe ich das Ganze aus dem Fokus verloren. Irgendwie, ach, weiß nicht, bin ich da nicht mehr so hinterher. Das waren zum Beispiel diese Wood Finish Geschichten hier, ne? Was ist das? Aromaticus Fumosus. Getorft. Ja, das hat damals immer Spaß gemacht. 35 Euro, 12 Jahre alt, 46 Umdrehungen. Wir sind hier bei 85 Euro, 2022. Das ist gleich mal eine Menge mehr für 13 Jährchen, 48 Volumenprozent, kein Farbstoff, keine Kältefiltration. Über die Preise sollte man vielleicht nicht sprechen, lassen wir es einfach mal. Aber ist definitiv ein anderer Schnack. Wie gesagt, ich habe das Ganze nicht so im Blickwinkel, aber der hat mich gejuckt. Es ist zwar nur Oloroso Wood Finish, aber ey, könnte vielleicht gut werden, dachte ich mir. Ich hatte einfach Bock drauf. Ja, 2016, Billy Walker und Brown Forman verkauft an die Amis. Und Glenallachie ist ja seit 2017 dann eine privat geführte Brennerei. 1967 aus dem Boden gestampft. Und dieser Whisky hier reifte meines Wissens nach, zumindest sagt das so die Quelle, in First und Second Fill amerikanischen Eichenbarrels, Fässern, für ungefähr 10 Jahre und erhielt danach ein Finish in Oloroso Sherry Puncheons. Puncheons haben eine Größe von 500 Litern. Ähnlich wie ein Sherry Butt, nur halt anders von der Form her. Ja, die Farbe ist schönes, tiefes Braun, Mahagoni-Braun. Also macht schon was her. Sieht schön aus. Glenallachie Design, typisch Standard, die sehen ja alle so aus. Grünlich gehalten. Ich mag die nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mag das Glenallachie Design überhaupt nicht. Spricht mich überhaupt nicht an. Ich mag das Etikett nicht. Ich mag den Schriftzug nicht. Ansonsten ist das schon alles okay soweit, die Flaschenformen und so weiter, aber weiß nicht, ich störe mich total daran. Mein Auge, ich kriege einen Krebs, also weiß nicht, ist nicht völlig meins. Da hätte ich es lieber schlicht gehalten, keine Ahnung, also wirklich ohne Firlefanz, aber diese krummen, gebrochenen Buchstaben irgendwie, weiß ich nicht, so ein bisschen nach, keine Ahnung. Egal. Ja, da wollen wir mal gucken, was die Glenallachie kann, ne? Also 48. Ich kann mich auch gar nicht erinnern, was der letzte war, den ich von Glenallachie hatte mit so einem Finish. Da gibt es ja auch eine Unmenge an Finishes. Ist Wahnsinn. Das war bei der Benriach-Serie genauso. Da waren schon feine Sachen bei, aber ja, das meiste habe ich auch wieder veräußert. Veräußert, verteilt, vertrunken. Ist, glaube ich, auch eine limitierte Abfüllung. Glaube ich. Ich bin mir jetzt gerade gar nicht so sicher. Irgendwas habe ich gelesen. Guck mal auf der Whisky Base nach. Ah ja, hier steht es auch nochmal. First Fill, Second Fill. Genau, ich habe irgendwo gelesen, dann 10 Jahre. Also hat er seine 2-3 Jährchen in Sherry Puncheons verbracht. Oloroso ist ja mal ein bisschen trocken. Ja, kräutige Nase. Sherry-Einfluss ist gegeben, erkennt man, wunderbar. Süß, Dattel, Feige. '48 stehen ihm gut. Intensives Näschen. Der
Betonung liegt wirklich auf süß. Ja, so Sultaninen. Espresso. Ich brauche sowas so. Schokoladenkuchen, Marmorkuchen, irgendwie sowas. Einfach gestrickte Nase. Und das Hauptmerk liegt hier wirklich auf diesem, ja, süßen Kram. Wir probieren jetzt mal. Zum Wohl. Süß-würziger Antritt. Auf der Zunge habt ihr die ganze Zeit so eine Ingwer-Schärfe. So ein zartes Prickeln. Ganz klar süß. Ich bin sofort bei Franzbrötchen. Kennt ihr Franzbrötchen? In Hamburg immer gang und gäbe gewesen, überall in verschiedensten Sorten. Weizenmehl, Zimtzucker. Lecker. Ja, er blüht kurz auf, verblasst dann relativ schnell und zurückbleibt eine Trockenheit, diese Zimtsüße und dieser Hauch vom Ingwer. Ja, Mokka. Mokka habe ich. Auch beim zweiten Probieren, diese Ingwerwürze sofort da. Zunge prickelt, die Süße bläht sich auf. Die Würze kommt jetzt noch mehr auf der Zunge, habe ich den Eindruck. Und diese Süße, eigentlich die Aromen, die man auch in der Nase hat, so ähnlich, ein bisschen Orangenschale, bläht sich auf und fällt dann relativ schnell in sich zusammen. Und hinten raus bleibt einfach dieser Mokka, trockene, holzige, würzige Abgang. Wisst ihr? Das erinnert mich auch von der Nase so an Jägermeister, an den Schnaps. Habe ich früher gern getrunken. Das Zeug kann ich nicht mehr anrühren, das ist mir zu wachsig, zu klebrig. Am nächsten Tag hast du Schädel. Aber es geht so in diese Richtung. Jägermeister, Kräuterlikör. Also die Betonung liegt hier wirklich süß-wachsig. Man spürt den Oloroso. Alles einfach gestrickt. Im Abgang würde ich ihn eher als mittellang bezeichnen, da einfach diese Ingwer-Schärfe, diese Trockenheit einfach noch eine längere Zeit überbleibt. Aber diese ganzen süßen Sultaninen, Datteln, Feigen, Franzbrötchen-Aromen, die verschwinden relativ zügig. Das ist ja relativ kurz im Abgang. Tja. Ja, da passiert nicht viel mehr. Einfaches Teil. €85, ne? Für 13 Jahre und soliden Oloroso Whisky. Oloroso Finnish Whisky. Meine Oloroso Fässer sind jetzt auch nicht
so selten. Also, ich kriege ihn gut runter. Er schmeckt mir. Ich könnte jetzt nicht sagen, da ist irgendwas, was mich total stört oder. Aber wenn die Flasche alle ist, dann war's das. Da würde ich mir keine zweite zulegen. Also, ich sag mal so, wenn ich jetzt irgendwo im Laden hätte den jetzt so probiert und der Ladenhüter würde mir zu mir sagen 85, 90 Euro, würde ich sagen, nee, mach ich nicht. Das ist mir zu viel Geld. Weil es meinen Geschmack nicht trifft für das, was er kann. Schmeckt mir für die Preise von damals bei Benriach. Nein, wenn ich jetzt Geld ausgeben müsste, ja, 60 Euro würde ich hinlöhnen. Aber das ist halt ein klassischer, guter Oloroso Whisky. Mehr ist es nicht. Also nichts wirklich Weltbewegendes. Ja, ich höre jetzt auf, sonst verlaufe ich mich. Habt ihr ihn probiert? Immer unten reinschreiben. Ich bin gespannt, was ihr sagt. Ich gönne mir gleich nochmal den Rest. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.